Akte. In Kiel hat am Abend der Verband der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein 250 Gäste zu seinem Jahresempfang geladen. Zur Stunde feiern sie besonders ihre Unterstützer. So ist ein Höhepunkt des Abends die Preisverleihung gegen das Vergessen der Sinti und Roma-Verfolgung. Für ihre Aufklärungsarbeit über die Sinti- und Roma-Verfolgung bekommt sie heute den Meilensteinpreis, Marianne Wilke. Ihr Vater war 3 Monate im Konzentrationslager. Jährlich besucht sie rund 20 Schulen in ganz Deutschland und berichtet, wie sie die Gewalt gegen Minderheiten erlebt hat. Vor etlichen Jahren, da ging es um Fakten. Was ist passiert? Heute fragen sie nach der Gefühlslage. Wie haben die das empfunden? Wie haben ihre Freunde reagiert? Wie haben die Nachbarn sich verhalten? Für ihren Einsatz bekam Marianne Wilke bereits das Bundesverdienstkreuz verliehen.